Ciao amici del mattoncino, hallo meine Klemmbausteinfreunde, heute wieder ein Turbo-Review für euch. Und zwar habe ich von Kobi, mein erstes Kobi-Set, den Maserati Gran Cabrio Sport. 24562 ist die Nummer, die es bei Kobi ist, und wir schauen gleich mal rein. Bis gleich. Ja, und bevor wir gleich uns das Ergebnis anschauen, möchte ich euch einfach ein paar Details noch mit auf den Weg geben. Und zwar ist dieses Kobi-Set, dieser Maserati Gran Cabrio Sport, im Maßstab 1 zu 35. Besteht aus 102 Teilen. Den UVP, den ich herausfinden konnte, ich bin mir aber nicht sicher, ob das richtig stimmt, ist 13,99 Euro. Das heißt, bei 102 Teilen hätten wir einen Teilepreis von 13,7 Cent, was jetzt nicht unbedingt sportbillig ist. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Preis stimmt, aber um den Dreh rum müsste es sein. Ich habe das Ganze bei Amazon gekauft, also quasi mir selber gekauft, keine Unterstützung von irgendjemand. Und da habe ich es ein bisschen günstiger als diese 13,99 Euro bekommen. Ich packe euch aber unten noch in die Beschreibung den Link direkt dorthin, damit ihr das, wenn ihr euch dafür interessiert, auch vielleicht käuflich erwerben könnt. Also, wenn es euch interessiert natürlich. Ja, das Ganze ist mit einer Altersempfehlung von 5+ und muss wohl irgendwie 2018 oder 2019 erschienen sein. Ich glaube 2018, 2019er Serie ist es im Prinzip, also quasi zu 2019 auf den Markt gekommen, wobei es glaube ich schon 2018 verfügbar war. Okay, wir schauen uns das Ganze gleich nochmal im Detail an, wenn ich das aufgebaut habe. Bis gleich! Noch ein paar Fakten, weitere Fakten zu dem Set, und zwar ist hier das auf der Verpackung nämlich drauf, auf der Box, und zwar geht es hier darum, ja klar, es ist ein Official License Product, also es ist ein offizielles Produkt, wir haben hier die Scale, also den Maßstab 1 zu 35, da sieht man 13,8 cm lang, 4,2 hoch, 6,3 cm breit und auch das Logo von Maserati ist mit drauf. Genau, wir haben auf der Rückseite noch ein paar Infos, also sieht man schon wieder, schön strahlt, also die Box ist schon echt sehr hochwertig, wir haben noch ein paar Facts zu dem ganzen 0 bis 100 km/h in ja, knapp 5 Sekunden, wir haben die Motorleistung mit drauf, wir haben die Höchstgeschwindigkeit von 288 Stundenkilometern, ein V8 Zylinder, also ziemlich
cool gemacht, auch schon die Infos mit da drauf. Wir haben in der Anleitung, die habe ich hier nochmal eingepackt, nachdem ich das Ganze aufgebaut habe. Und zwar, nur um es mal, ja, hier sieht man auch nochmal die anderen Autos, die es da gibt in der Reihe, also zumindest die es damals gab, 2018, 2019. Ich weiß gar nicht, ob sich das arg verändert hat. Aber hier nochmal die Bauschritte, da sieht man, also alles, was schon gebaut ist, ist ausgegraut bzw. in weiß gehalten, was neu dazukommt. Das kann man hier ganz gut sehen. Also es ist auch relativ schnell zu bauen, wie gesagt. Das Ganze hat mich vielleicht 20 Minuten, habe ich 20 Minuten gebraucht dafür. Und ja, 26 Bauschritte, relativ simpel, 102 Teile, ist aber auch natürlich nicht arg viel. Gut, dann fahren wir doch mal das Auto vor. Wir haben hier den Gran Cabrio Sport von Maserati. Richtig schönes Modell, gefällt mir wirklich sehr toll. Das hält auch alles echt bombenfest, also das ist wie ein richtiges Modellauto fast schon, muss man sagen. Alles mit Prinz, also das hier, oh, die Front gefällt mir richtig toll. Ist klar, ist natürlich nicht so wirklich, was Klemmbausteine ausmacht, sage ich mal, weil es hier ein echt großer Mold ist, der hier zum Beispiel verwendet wird, also echt ein großer Guss. Aber das sieht natürlich schon hammermäßig aus. Also mir gefällt es sehr. Auch noch die Rückpartie. Alles Prinz. Also auch das hier unten geprintet. Prinz. Die Reifen sind auch richtig cool, finde ich. Also fährt sehr schön. Und macht echt richtig Bock. Also mir gefällt das Ganze, wie es aufgebaut ist. Man muss sagen, wenn man sich verbaut hat, ist es super, super schwer, es wieder auseinanderzukriegen. Aber das Ganze hält halt echt bombenfest und man kann es richtig als Spielauto verwenden oder halt natürlich sehr schön als Display verwenden. Ich finde es richtig, richtig cool. Hat mir super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich packe euch den Link unten rein. Schaut es euch an, wenn es euch gefällt. Nehmt es wirklich gerne in Kauf. Ist wirklich auch ein super Geschenk, finde ich, für jemand, der Autos mag oder wenn man halt ein Kind hat, das was zusammenbauen möchte, ist nicht arg schwer. Die Klemmkraft ist super gut. Wir haben von den Farben her keine richtig großen Abweichungen. Ja, du kannst halt keine Minifigur reinsetzen so richtig. Also es ist jetzt nicht Minifiguren-Scale, aber ja gut. Das war wohl wahrscheinlich auch nicht das Ziel davon. Okay, gut. Dann sehen wir uns gleich nochmal zum Fazit. Ja, ein tolles Auto, wie ich finde. Also es macht sich sehr gut für meinen Fuhrpark, der hier hinter mir zum Teil aufgebaut ist. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass es halt echt keine Prints gibt. Also das heißt, diese ganzen Sachen, die hier normalerweise bei auch gerne mal als Aufkleber verwendet werden, sind hier aufgedruckt. Es sind halt ein paar große Molds dabei, also gerade das hier vorne ist ein großer Mold, also die Motorhaube mit der Frontpartie. Also es ist aber sehr robust, also es ist wirklich fast wie ein normales Spielzeugauto, würde ich fast sagen. Also das kriegt man echt gar nicht mehr auseinander. Alles hält. Was mir halt daran, sage ich jetzt mal, als Bauer von Klemmbausteinen nicht so ganz gefällt, ist, dass es halt nicht unbedingt ein großer Bauspaß ist. Also es gibt halt nicht so viele Teile. 102 Teile ist tatsächlich einfach relativ wenig, muss man sagen. Und was mir total aufgefallen ist, es gibt absolut null Ersatzteile, also wirklich kein einziges Ersatzteil war dabei. Es sind die 102 Teile, die in diesem Set drin sind, werden alle verbaut. Also bleibt nichts übrig. Aber ich finde es auf jeden Fall recht cool. Ist trotzdem, also wie gesagt, ich glaube, meine Kids spielen werden damit sehr gerne auch spielen. Und wenn das gerade nicht bespielt wird, dann ab zum ins Display quasi stellen, also zu meinen anderen Autos. Und das ist wirklich super robust. Finde ich eigentlich cool. Kann ich nicht viel dagegen sagen. Und
Jetzt würde mich interessieren, habt ihr Erfahrungen mit Kobi Autos? Und lasst mich wissen, wie gefällt euch dieses Modell? Ich freue mich auf eure Kommentare und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao tutti, arrivederci.